Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, Spezialoperation 1, Mission 2 geht weiter. Wir stellen uns dieses Mal Tactical Force und kämpfen uns dann bis zur Ultrons Armee hin. Das will ich nur als kleinen Bonus noch machen, weil auch dieser Kampf wahrscheinlich wieder etwas kürzer wird. Und wir wollen ja, auch den Kampf gegen Ultrons Armee sehen, die man eben nur dann sieht, wenn man Bowman besiegt, wenn man Ghost besiegt hat hier. So, der fängt sich gleich mal einen kostenlosen Angriff. Wir greifen an, und zwar C. Und dann greifen wir an, nämlich B. So, A hätten wir auch sowieso angreifen können, aber wir machen jetzt aufsteigenden Rachentritt. Denn auf diese Weise werden wir wütend. Und alle zukünftigen Angriffe macht Iron Fist zweimal. So, springen wir mal einem von denen ins Gesicht. Ich hätte A ins Gesicht springen sollen, weil es könnte nämlich sein, dass dieser Angriff nicht reicht für A. Aber es hat gereicht, zum Glück. Und hier ist er, Tactical Force. Shield, warum überrascht mich das gar nicht? Deine Leute haben dich hängen lassen, Tacky. Jetzt bist du dran. Es ist so schwer, heutzutage gute Helfer zu finden. Das stimmt. Wir greifen mal an mit Iron Fist, und zwar auf C, um uns nämlich einen Klassenbonus zu holen. Und dann seht ihr es, wir sind noch einmal dran mit einer kostenlosen Aktion. Und außerdem sorgt er ja dafür, dass kostenlose Aktionen stärker sind, indem er nämlich Gegner aus dem Gleichgewicht bringt. Das kann übrigens Luke Cage auch. So, wir greifen mal an mit schmerzhafter Zug. In der Hoffnung, ihn plattfüßig zu machen. Hat leider nicht funktioniert. Das ist schade. Soll er sich ruhig buffen? Das war die letzte Aktion, die er gemacht hat. Denn er wird nicht mehr drankommen. So oder so nicht. So. Iron Fist macht den Rest. Drei Viertel. Auch diese Mission haben wir abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, was als letztes von uns verlangt wird, bevor wir gegen den epischen Yellowjacket kämpfen können. Denn ich glaube, eine Quest ist noch dazwischen, die wir machen müssen, bevor wir zum epischen Yellowjacket kommen. Gucken wir uns gleich mal an. Bedroht mich so viel ihr wollt. Ihr werdet mich niemals brechen. Das müssen wir nicht. Tony, sind Sie drin? Verbindung gesichert. Firewalls werden umgangen. Daten entschlüsselt. Und, tada, ein nettes Betriebssystem hast du da am Laufen, Tag. Ist dir in den Sinn gekommen, dass das armselige modifizierte Stark-Software in deinem Helm dich anfällig macht, also in deinem Helm dich anfällig macht, für meine Manipulation oder die Position Stark? Alle seine GPS-Daten und Kommunikation der letzten beiden Tage sind immer noch im Pufferspeicher. Und extrahiere. Es sieht so aus, als ob Darren Cross in einem schwarzen Cross-Techniklabor beim Columbus Circle arbeitet. Wir haben jetzt verlässliche Informationen bezüglich des Aufenthaltsortes von Darren und William Cross. Sie operieren von unterschiedlichen Positionen aus. Darren mag das Gehirn der beiden sein, aber wir dürfen keine Fehler machen. Crossfire leitet die Operation und er hat meine Tochter. Es ist bereits vorbei, es ist erst vorbei, wenn wir ihm das Handwerk legen. Aber Darren hat die gestohlene Schrumpftechnik, das wissen wir schon. Wir müssen uns entscheiden, so, ne, zu welcher Richtung wir laufen. Wir laufen natürlich in die andere Richtung, weil wir nämlich gegen Ultrons Armee kämpfen wollen. Alles andere kennt ihr ja schon, aber vorher gucken wir uns nochmal die Aufgaben an. Wir werden abhängig von den Aufgaben entscheiden, wie wir weitermachen. So, Aufgabe erfüllt. Wir beanspruchen die Punkte für uns. Und wir müssen jetzt als nächstes besiege Elite-Gegner in Spezialoperation 1. 10 Elite-Gegner besiegen. Ich weiß nicht, was Elite-Gegner sind. Wir werden es bestimmt herausfinden. Starten wir aber mal diesen Kampf hier. Und dann finden wir es doch mal gemeinsam raus. So. Was sind 10 Elite-Gegner? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die das irgendwie im Namen drin. Ich habe da noch nie so drauf geachtet. Bla bla bla, das kennen wir auch schon. Wir helfen doch liebend gerne. Gucken wir mal. Sind das irgendwelche Elite-Gegner? Schlitzer? Nö. Und Ravager ist auch keiner. Na gut, wir greifen mal normal an. Und zwar auf
C. So. Und dann greifen wir an auf A. Und dann machen wir Aufsteiger-Drachentritt auf B. Luke Cage macht leider nicht mit, aber ich hoffe mal, Knaller reicht aus. Ja, es hat gereicht. Sehr schön. So, wir greifen wieder an und zwar auf B mit Aufsteiger-Drachentritt. Und wir sind noch einmal dran. Gegner ist aus dem Gleichgewicht, das heißt, kostenlose Angriff machen 75% mehr Schaden. Und er kriegt sogar zwei davon. So, Daredevil ist dran. Daredevil räumt die beiden problemlos weg. Nummer 1 und Nummer 2. So, auch diese Gegner hier sollten kein Problem sein. Sind das vielleicht Elite-Gegner? Elite-Marauder. Ah ja, wusste ich's doch. Also das sind diese Endgegner hier, die mal zum Schluss kommen. Den einen springen wir mal an. Die sind auch ein bisschen härter, das merkt ihr schon, ne? Von dem, was sie einstecken. Die machen auch mehr Schaden. Okay, gut, dann weiß ich zumindest mal Bescheid. Also es sind diese normalen Gegner, die ganz am Ende kommen. Von denen müssen wir ganz viele besiegen. Nämlich insgesamt 10 Stück. Das waren jetzt 2. Und das war's auch hier. Also es macht schon Sinn, manchmal den Weg zu gehen, bei dem keine Bosse sind. Denn wenn man den Weg geht, bei dem keine Bosse sind, da sind dafür dann immer diese Elite-Gegner am Ende. So, das wissen wir auch schon, was hier kommt. Deswegen klicke ich das alles mal weg. Wir haben nämlich die Wahl, glaube ich zumindest, dass wir das kannten. Falls nicht, tut's mir leid. Wir kämpfen jetzt gegen Alshons Armee hier und nicht gegen Tigerhai. Kann ja sein, dass er was zu Alshons Armee gesagt hat. Aber das ist auf jeden Fall ein neuer Kampf, den ich jetzt hier als Bonus zeige. Wäre ja cool, wenn hier alles voller Elite-Gegner ist. So als kleines Bonbon, um das hier, ganz leicht zu schaffen. So, Gegner will uns angreifen. Wir kommen ihm zuvor und kontern noch einmal dafür, dass er angegriffen hat. Und das war's für ihn. Und den nächsten prügeln wir auch gleich mal aus den Socken. Sehr schön. Also ich habe eigentlich mit mehr Alshons gerechnet hier. Aber es ist ein Straßenschläger. Na gut, dann greifen wir mal an auf B. Haben ihn verwüstet, sind wütend, das ist super klasse. Und dann springen wir C an. Denn für C reicht es meistens, oder für einen von denen reicht es meistens mit dem Anspringen. Das hier reicht nicht immer. Aber wenn zumindest unsere Freunde helfen, reicht es auf jeden Fall. So, wieder zwei. Wir springen den einen an, bei dem wir uns einen taktischen, Klassenbonus holen und dann Schlag schon wieder Schlag auf den anderen. Elite! Alshon! Die anderen zwei sind, glaube ich, keine Elite-Gegner. No, das sind keine, aber er hier ist Elite, ne? Elite, Lochkarten Alshon. Sehr gut. So, wir greifen an und zwar erst einmal auf C. Zack. Wir haben weggeprügelt, wir sind wütend. Der will angreifen, fängt sich erstmal ein paar Schläge ein von uns. Und weil er angegriffen hat, fängt er sich noch ein paar Schläge ein. Jetzt ist der Devil dran. Der Devil springt in sein Gesicht. Und dann sagen wir mal, letzte Riten. Sehr schön, hat fast gereicht. Nur noch einmal den Knaller. Und das war's. So, wir haben 3 Elite-Gegner besiegt. Ich werde jetzt offscreen den Kampf beenden, nämlich gegen Cross. Und dann werden wir mit Mission 3 starten. In der Hoffnung, dass wir dort alle Elite-Gegner vermöbeln, die wir noch vermöbeln müssen. Also, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Ich mache alles besser. Und in der nächsten Episode werden wir mit Mission 3 weitermachen. Also, vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.